Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Heute mit dem grünen Daumen von Jule, die ist schon im Garten. Ja, hallo. Ah. Ich bin ein bisschen fleißig, ich check gerade. Ich höre doch einen Wolf. Ich habe doch gerade auf dem linken Ohrhörer was gehört. Hier ist irgendwie direkt einer an der... Ich sehe nur deinen Schatten da oben tanzen, das sieht ganz witzig aus. Südwest ist der so, Süd-Südwest, Hase. Voll die Schattenspiele. Nimm lieber mal die Einladung an. Oh, mach ich. Süd-Südwest. Ja, da habe ich ihn gehört. Da bei den Spikes, wo die Veranda war. Ich check gerade die Pflanzen, weil eine Sorte haben wir leider... Da haben wir ja kaum was da, das ist nicht so gut. Ich sehe keinen Wolf von hier aus. Oder der ist gerade despawned, weil er morgen geworden ist. Könnte sein. Er hat kurz auch aufgejault und einmal hat er so... Nö, ich sehe niemanden. Nichts und niemanden. Friede, Freude, Eierkuchen hier. So. Ich könnte schwören, ich hab's gehört. Ich glaub dir das. Okidoki. So, wir haben noch eine Quest. Zurück zum Händler. Genau, wir müssen bei mir. Einmal zurück. Ja. Wir bräuchten so langsam... Der ist da. Kacke. Oder? Da. Ich sag doch, er ist da. In der Scheune irgendwie gefangen? Könnte sein. Ja, da steht er. Der ist gerade reingekommen. Ich komme nicht rein, ich bin zu dick. Da ist er. Ja, gut. Oh, warte mal, er hat einen. Warte mal, mach mal nix. Wackelt im Kopf? Er hat. Der wackelt im Kopf? Ja, er hat auf jeden Fall ein Zahnproblem. Okay, bei mir hat er gerade so nach links und rechts und links und rechts. Es sieht schon ein bisschen merkwürdig aus. So. Ja, also, ich glaube, er muss mal. Huch! Oh. Ja, jetzt braucht er auch nicht mehr zum Kieferort werden. mir ist da was passiert. Ja, ich glaube auch. Huch. Ja. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal checken, wie viel Kürbis wir haben. Dann rennen wir auch gleich. Auf jeden Fall nicht genug. Nicht genug. Nee. Also wir sollten uns drum kümmern, irgendwie einen Schmelztiegel an den Start zu bringen, ne? Ja. Ich kann den nicht bauen. In der anderen Version gefunden, weißt du das noch? Da waren wir doch irgendwo drin und haben den dort gefunden. Oder wir schauen mal beim Händler. Tag 19. Ich glaube, wir haben einen gekauft beim Händler. Ich weiß es nicht mehr genau. In unserem Spielstand, ich kann es dir echt, ehrlich gesagt nicht sagen. Genau. Ja, entweder wir haben das Rezept gekauft und ich habe ihn gebaut oder wir haben einen Schmelztiegel gekauft. Wir haben das Rezept gekauft und gleich danach haben wir einen gefunden. Soll ich mal ganz kurz hoch? Ja, ich klicke hier, genau, so war das. Genau, wir hatten da gerade das Rezept, 10 Minuten irgendwie. Und dann, genau. und dann hatten wir ihn gefunden. Naja, ja, wie immer, ne? In dem Moment, wenn du keinen Kochtopf findest und du kannst endlich die Schmiede bauen, den nächsten Küchenschrank, den du aufmachst, ist definitiv ein Topf und ein Grill drin. Mindestens einer. Ja. Gut, kommst du dann jetzt? Ja, runter? Ja, ich habe gesagt, ich muss ganz kurz mal noch was anpflanzen, weil sonst weiß ich nämlich nicht. Ja. Ich fahre schon mal zum Händler. Mecker nicht. Wo hörst du mir nicht zu? Doch. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, ich höre dir nicht zu. Sag ich doch. So, es ist 5.34 Uhr. Das ist noch nicht mal ein Zombie hier rum, den man jetzt mal so spaßeshalber töten könnte. Doch, da. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen, seid ihr auch. So, na ja gut, dann vertreiben wir uns hier so ein bisschen die Zeit. Sofort da. Holen ein bisschen Lehm, haben wir wenigstens was gemacht. Und ich werde diese Folge oder die nächste auf jeden Fall das umbauen mit 2 Kisten und Lagerfeuer für Getränke und Essen. Ja. Soll ich dir eine Küche irgendwo bauen, oder was? Ja, so in etwa, ne? So Art Küche, ja. Kleine Kochnische. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Eine Küche für Jule, bitte. Ja. Ja. Apropos Küche. Ich habe hier noch so einen Küchenschrank stehen.
Ja. Im Flur. Hau drauf. Ja. Mach ich. Ist jetzt zu schwer, oder was? Nö, nee, mach ich dann morgen Mittag. Ach so, der Händler hat ja noch zu. Lol. Ich wollte gerade reingehen. Hab mich geguckt, wie spät das ist. Und dann bist du weggeportet worden. Der hat mich direkt auf die andere Seite geportet. Ich sag mal, so eine Scheiße. So eine Schweinerei, ja. Muss ich einmal drum herumlaufen. Dein Moped steht hier und ich dachte, du bist dann auch hier, aber... Ja, ich bin ja hier. Ich bin hier beim Huhn. Oh ja, ich sehe das Huhn. Guck. Kommt gerade aus dem Graben raus. Ja, ja, gut. Lassen wir das mit dem Huhn. Hoppa. Und gehen zum Händler. Zum Händler Rex. Was war da denn? Sekunde. Ich habe immer noch eine Schürfwunde am Knie. Hat er gerade aufgefüllt? Ja, Tag 19. Hab ich nicht geschaut? Ja, ja. Oh, eine 3er Eisenschaufel, die kann man verkaufen. Du auch? Ich habe auch eine gekriegt. So, was hat er denn hier? Bauplan Robotik Drohne Booster Mod. Ödlandschätze Band 1. Ja. Ja, kauf die Ödlandschätze. Wir finden die so schlecht, die Bücher. Ja, dann brauchen wir aber mehr Jetons. Hier, kannst du es verkaufen? Und das geht. Boah, der hat sich gerade Bitch genannt. Ja, ja. Der kann nicht mal richtig gucken. Ja, sagt er immer. Es ist aber nur ein... Achso, warte mal. Es ist nur ein Ödlandschätze Band 1, ne? Das ist für Honig. Ja, entweder du oder ich. Warte mal. Was haben wir denn hier noch? Ja, die sind alle so teuer, die Bücher, ne? Also noch mehr? Ja, Scharfschütze Band 5 und Nachtpirscher Band 7. Ich flitz mal nach Hause und hol mal die Kohle. Ich Bauplan, Robotikdrohne, Boostermod. Moment, Herr Jones. Ja, mach mal. Eile. Ganz entspannt. Amboss. Er hätte Kartoffeln und Pilze. Und Pilze. Nee. Pilze haben wir wirklich fast 200 Stück. Kartoffeln, ja. Gerne kaufen. 25 Stück. Ja. Kaufe ich die. Ja, damit. Ja. Dann kaufe ich die. Wildbret hat er auch, aber da brauchen wir wahrscheinlich nichts, ne? Wir haben 400 in der Kiste. Ja, das sollte für heute reichen. Also rechnen wir mal einmal, Wildbret ist ein Kilo. Na, viel Spaß beim Essen, Herr Jones. Ja. Ich krieg das schon weg. 400 Kilo? Bist du wahnsinnig? Das geht. Boah. Also Säure hätte er auch da. Warte mal, hier. Ja. Kannst ja mal selber gucken wegen den Büchern, aber... Erstmal auch verkaufen. Ja, verkaufen. Fresh Bread. Ich glaube kaum, dass der Typ da backen kann. Ich glaube auch nicht, dass das Brot ist. Das ist möglich. Ja. So. Hast du jetzt Ödlandschätze Band 1 gekauft? Nein, ich habe kein Buch gekauft. Nee, Band 1 kann ich schon. Brauchst du das noch? Ja, aber ist jetzt nicht super wichtig. Also wir können noch was anderes kaufen mit dem Geld. Wir haben genug. Na gut. Weil so viel hätten wie Geld. Also, wir sind ja jetzt, warte mal, wir sind bei ihm Stufe 2, ne? Wir haben ja auch noch einen anderen Händler. Ja, der wird aber auch keinen Schmelztiegel haben. Nee, möglicherweise nicht. Wir müssen das weiter questen. Dann wird er uns den anbieten irgendwann als Rezept. Also du skillst doch sowieso in Dings rein immer, ne? Wagemutiger Abenteurer, oder nicht? Ja, ich krieg ja auch mehr Auswahl. You want a guarantee, huh? Well, maybe you should try Shamway. Ich nehme mal eine Quest an. Yep.
habe jetzt auch noch die Säure gekauft. Ja. Können wir ja immer mal brauchen. Jo. So, wollen wir die Quest direkt machen? Hatte Respawn? Ja, ich guck bloß, was im Müll ist. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein. Zwei Sandwiches. Wow. Quest. Räubern. Upsa. Okay. Kann losgehen. Ja. Zu allen Schandtaten bereit. Ja. Auf geht's. Mit Vollgas ins Abenteuer. Oha. Bei dir so eher gegen den nächsten Zaun, der unerwartet vor dir aufploppt. Nein, ich fahre nie gegen den Zaun. Der war gut, meiner. Ich fahre nicht gegen Zäune. Oh Gott, das war ein Zelt. Kommt das jetzt her? Oh, ich glaube, wir müssen Poppenpilz ausrauben. Oha. Oder? Nee, doch nicht. Dahinter. Wir müssen die Garage ausrauben. Garage? Garage ist aber cool. Ja. Zoe Salon ist auch gegenüber. Hier, ein Autohaus ist das. Mal hier rumfahren. So, jetzt hier. Kannst du Autos schrauben hier? Ja, Autos schrauben und vor allen Dingen auch zerlegen. Oh, wir kriegen gleich Besuch hinter dir. Ja, da. Ach so, ja, gut dann. Nö, nee, die geht noch eine Runde shoppen. Aus Süden kommen auch noch zwei angewatschelt. So, okay. Wollen wir dann direkt rein? Ja. Na dann. Du bist zu weit weg. So. Mhm. Kannst direkt das Auto wieder auseinanderschrauben. Oder ja. Machst das nachher. Wie machen wir das jetzt? Erstmal reingucken. Gut, dass es vollständig ist. So. Ich wusste gar nicht, dass die in amerikanischen Autohäusern auch Munition auf dem Tresen liegen haben. Aber ist auch scheinbar Standard, ne? Die werden da so oft ausgeraubt. Die brauchen da auch Munition auf dem Tresen. Okay. So, das war Chantal. Oh oh. Chantal hat im Autohaus angeheuert. Angeheuert? Ja. Chantal kommt aber auch durch den Zaun rein hier. Meinst du? Ja, ich sehe sie doch hier. Die prügelt mit so einem Fetti McFett auf den Zaun ein. Ach so. Das ist nicht gut. Hallo, der Zaun ist hier drüben offen. Komm mal her. Ach so, da ist gar nichts oben. Na gut. Da ist zu. Dann gehen wir mal hier durch. Und schauen mal, was wir in der Toilette so finden. Hey, Toilettenpapier. Aha. So kann man dann den Schrank hier nicht looten. Naja. Irgendwie wenig hier. Außer in den Trailern ist auch so gut wie nix. Das ist aber eine Lampe. Ja, du kannst ja die Lampe abschrauben, spricht ja nichts gegen. Nee, so eine kleine gelbe liegt hier im Trailer. Ach so. Da steht eine dicke Dame. Ach, jetzt sind sie wach hier. Wildes Gemetzel im Autohaus, ey. Stehst du doch drauf. Zack, Fertigkeitspunkt. Einmal gemetzelt, Fertigkeitspunkt. Ach, wenn das so einfach wäre. Ja.
Ich schraube hier so ein paar Motoren auseinander. Schauen wir mal hier in den Elektrowagen rein. Oh, ein Buch. Rezept für Klingenfallen. Ach Mist, die kann ich schon. So ein Schmelztiegelrezept wäre besser. Ja, das wäre Jackpot. Noch ein Rezept, was ich schon kann. Das gibt's ja nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, das Spiel leckt heute. Kann mir nicht helfen. Doch, also bei mir geht's. Wie lass ich das anzeigen? Ach hier. Ich habe irgendwie ganz viele Mikro-Ruckler die ganze Zeit. Merkwürdig. Habe ich sonst nicht. Hm. Vielleicht ist der RAM voll. Nee, das glaube ich nicht. So, da hinten steht irgendwie ein Bauarbeiter rum. Ja, mit. Chantal ist auch am Start. Überall. Da kannst du nichts machen, ne? Die Frau ist einfach nicht zu bremsen. Überall ist sie. Ja. Hier unten ist ganz viel Messing. Okay. Ganz viele Rohre zum Abschraubseln und so. Bad im Bad. Ach so. Ja, ich hab's gehört. Da ist noch ein medizinisches Versteck, das hast du übersehen. Ja, das ist nicht schlimm, ich kümmere mich so lange hier hinten um den Hund. Hm, ja, das kannst du gerne tun. Was? Ist das ein dummer Hund? Er greift seine Hundehütte an. Ich hatte kniegenau Optik und denkt, das bist du. Ey, was ein dummes Vieh. Naja, gut. So. Dann flattern wir mal den Hund. Aua. Noch ein Hund. Wo kommt der denn her? Interessant. Das ist eine Autowerkstatt, kein Hundesalon. Ja, dachte ich auch. So, ein paar Cobblestones hier mitnehmen. Hier noch rein und hier noch ein bisschen im Müllkram. Ach, herrlich. Schöner Müll. Müllkram, ja. Müll ist toll. Aber wenn du nach Hause willst, musst du vorher gehen, dass du das Gesicht waschen, sonst kommst du nicht rein. Naja. Ja. Ich weiß. Ja. Mhm. So. Ja, hier oben ist noch ein Geier. Da muss noch einer sein. Einer muss noch sein und dann ist durch. Auch oben. Flitzebogen, ja, ist noch ein Geier wahrscheinlich hier oben. Der wird hier oben angezeigt, der Punkt. Genau. Oder ein Zombie. Ich glaube, es ist ein Zombie. Ne, es ist ein Geier. So. Das war's. Noch hier hinten die Kiste looten. Oh, sind sogar zwei Kisten. Und ein Munitionsstapel. Und ja, medizinische auf dem Regal Vorräte. Auch noch einer. Neben den Fässern habe ich auch noch einen Munitionsstapel gefunden. Was ist denn hier drin? Schlagmann Band 1. Lande mit dieser Methode einen Volltreffer. Verursacht 10% mehr Schaden mit Knüppeln. Sehr schön. Willst du es haben oder soll ich es lesen? Lest du. Na gut. So, wenn, dann ging's. Achso, die sind lila. Ah, okay. Ich habe lila Alteisen-Dings-Schienen, Beinschienen gefunden. Hm? Und noch ein Buch, Technikfreak Band 3. Robotikgeschützturm, panzerbrechende Robotikgeschützturm-Munition. Da, kannst du ja basteln. Ja.
Ja, Mine gefunden. So, Moment, warte mal, ich muss mal hier ummodeln. Ummodden. So, wo sind denn meine tollen lila Beinschienen? Panzerplatten rein. Taschenmod rein. Können wir das abschließen? Das hier zerlegen wir noch gerade. Ein bisschen Platz hier bekommen. Das können wir mal essen. Das können wir wegschmeißen. Das können wir mal trinken. Brauchen wir eigentlich noch Knochen? Nö, nicht wirklich. Wieso willst du wegschmeißen? Ja. Dann gibst du doch mir, bevor du es wegschmeißt. Ja, deswegen frage ich doch, ob wir die noch brauchen. Oh, nö, ich kann auch tragen. Ich habe doch Platz. Ich habe auch Platz, aber wenn wir 2000 Knochen zu Hause haben. Nee, so viel haben wir nicht. Dann brauchen wir auch keine mitnehmen. Nein, so viel haben wir nicht. Wir werden bestimmt auch nochmal Kleber basteln müssen. Na gut. So. Willst du die Klimaanlagen hier oben auch abschrauben? Nö. Ich schraub mal. Mal gucken, was da rauskommt. Messingheizkörper. Ja. Verteiler und Eisen. Vielleicht noch ein Rohr. Kein Messingheizkörper. Der andere Kram schon. Vielleicht war es auch keine Klima. Du musst das Lüfterrad zerlegen. Ja. Die Lüfterräder bringen keine. Das ist auch nur ein Lüfterrad. Na dann, dann eben nicht. So, gut. Dann wären wir hier durch, ne? Oder willst du hier noch, hier ist noch ein bisschen Messing? Und guck lieber nach. Du hast einen Waffenvorrat übersehen. 2 Mülltonnen, Regale, Handtasche, unter dem, wo es hochgeht, hast du Rucksack übersehen. Ich geh nochmal durch. Ja, dann wären wir aber nicht fertig hier. Natürlich wären wir fertig. Ja, wir sind fertig. Wir könnten schon an der nächsten Quest sein. Du machst denn jetzt so einen Stress? Ich sag ja nur. Ja, aber wir müssen jetzt die eine Quest nach der anderen abrattern. Gibt aber EP. Ja, die warten auch auf uns. Ja, die Sonne ist gekürzt. Hast du auch nicht gesehen. Ach ja. So. Jetzt wäre ich durch. Mhm. Na dann. Dann können wir ja zum Händler zurück. Der Airdrop da, ich weiß nicht, ist nicht so weit weg. Wohin? Also schon ein Stück zu fahren. Also mal, ich muss auf der Karte gucken. So ein flottes Moped. Obwohl das geht. Das ist hinten bei der Mine. Ja. So nichts gegen. Na dann. Dann tuckern wir noch schnell zum Airdrops. Und holen uns den guten Loot. Vielleicht ist ja ein Schmelztiegel drin. Na, das glaube ich nicht. Schön wär's. So. Rezept gebackene Kartoffel. Brauchst du das? Nein. Das kann man schon als allererstes, bevor man überhaupt Koch geskillt hat. Und ein Nahrungsmittelpaket. Ich mach's mal auf. Hey, 10 Stück Kürbiskäsekuchen. Ja, der ist gut. So. Da wir jetzt 10 Aufgaben beendet haben, Ackerbaupaket. Naja. Stoffrüstungspaket, Taschenmotorradpaket, Nahrungsmittelpaket oder 5000 Jetons. Ich nehme mal das Geld.
Der war in den Paketen nicht so tolles drin. Mhm, na gut. Kommt vor. So, dann auf zum Händler. Können wir die Quest abgeben. Huch, da war ein Stück Eisen im Weg. Na. So. Hallo. Doc. How about I empty your pockets? Wipe that smirk off your face. Hey, ein Eisenhelm Stufe 2 oder ein Jagdgewehr. Ich nehme mal den Eisenhelm. So, Stufe 2 abgeschlossen. Ah ja. 5000 Jetons, AK-47 Paket, Nahrungspaket, Stoffrüstungspaket oder Nahkampfmodspaket 2. AKs haben wir schon, ne? Ja, ich kann die doch bauen. Wir haben 2 Stück. Soll ich das Stoffrüstungspaket nehmen? Vielleicht ist ja was Gutes drin für dich. Bin ausgerüstet. Dann würde ich das Nahkampfmodspaket nehmen. Ja. Aber davon haben wir auch schon. Nimm das Geld. Wir haben Stacheldrahtmod, wir haben Flammenmod, also hier brennender Schaft. Damit sind wir versorgt. Und dann nehme ich die 5000. So, hast du welche besondere Aufträge? Was? Ich nicht angenommen. Die besonderen Aufträge? Den Handelsrouten? Ich bin raus, damit du gleich abschießen kannst. Achso, ich nehme die jetzt an, ne? Die Handelsrouten-Quest. So, dann ziehen wir mal den Helm an. Und verändern den, den wir hier haben. Da müssen wir mal gerade ummodden. Helm nicht mod rein. You're not working with me. You're working for me. Alteisenhelm oder Alteisenbeinschienen willst du sowieso nicht haben, ne? Nope, alles, was mit Alteisen ist. Nein. Ja, dann nehme ich Technikfreak Band 5. Brauchst du das noch? Stimmt. Technikfreak, yo, brauche ich. Okay. Und Bauplan, Gelände, Fahrzeug, Scheinwerfer-Mod? Nee. Denn du hast es ja hergestellt. Ich muss die Baupläne jetzt nicht unbedingt lesen. Ja, gut, dann. So. Amboss. Na ja, gut, den Rest hier. Ich kaufe noch das hier, das Robotik-Drohne-Booster-Mod. Bauplan. Ja. So. Gut. Das heißt, wir könnten jetzt Inventar leer machen und dann zum nächsten Händler fahren, ne? Sehe ich das so richtig? Mhm. Mit bisschen Glück hat der ja einen Schmelztiegel. Bisschen Glück gehört ja dazu. Und übermorgen ist Feralnacht an Tag 21. Genau. La 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 la. Nix passiert. Da. Sehr gut. Also, mal ein bisschen hier leer machen. Stein und Zement. Stahl. Also Messing und Blei. So, haben wir das noch. Dann haben wir ein paar Teile. Wo sind denn die Mods? Ach, da unten. So. Benzin und Ölschiefer. Allgemeines. Das. Dieses. Wo bist du?
Bei der Munitionskiste. Schmeißt ihr mal hier ein Buch hin. Jupp. So, das kommt noch da rein. Den Käsekuchen da rein. Die Medic-Kiste, die war hier hinten irgendwo. Da können wir das reinmachen. Die Händlerkiste da. Obwohl, nee, ich nehme das Geld mal mit. Wenn wir ja die andere Quest machen, dann ne, bietet es sich ja an, das Geld mitzunehmen zu dem Händler. Ich hab das ganze Geld mit. Ja, ja, ja. So. Noch was für hier? Nö. Ein bisschen Dreckwasser. Leeres Glas haben wir noch. Und noch ein paar Teile und so ein Krempel. Achso, ne, warte mal. Öl ist auch bei allgemein, ne? Ja. Ja, das Fleisch. Haben wir damit reingeschmissen. Teile. Ich weiß gar nicht, haben wir Elektro. Ich mach mal die Glühbirnen zu Elektro. Die Glühbirnen sind bei Teile. Nein, da sind Scheinwerfer, aber nicht die Glühbirnen. Ach so, hä? Ach, fürs Haus meinst du so Glühbirnen? Genau. Ah, ja, das ist anders, okay. Ja, siehst du? Nicht immer direkt schimpfen mit mir. Doch. Nein, das haben wir, du schimpfst immer mit mir. Das ist nicht richtig. Dafür esse ich jetzt Steak mit Kartoffeln. Drauf, ich höre da irgendwie ein kleines Mimi. Ja, da ist auch Mimi mit drin. Lass mich. Ja. Doch. Haust du mich? Haust ja, du mich? Ich hau dir, ich hau dir auf den Helm. Ich hau dich. So. Oh. Gut, dann geht's in der nächsten Folge weiter und dann geht's ab zum anderen Händler. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich hab noch gar nicht geguckt. Zu welchem Händler wir sollen auf der Quest Handelsrouten öffnen. Wir müssen nach Süden. Mhm. Da waren wir noch nicht. Haha. Nein. Cool, das ist endlich ein ganz anderer Händler. Sehr, sehr nice. Gut, ihr Lieben, dann nächste Folge ab zum Händler. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da. Bis denn. Tschüss. Tschüss.